Hallo und willkommen zu einem neuen Video von Tipps, Tricks, Kurioses und Wissenswertes. In diesem Video möchte ich euch wieder ein Spiel vorstellen, Bimmelwild im Wimmelbild. Ein bimmeliges Wimmelspiel zum Erraten von Begriffen. Das Spiel ist von Prolog. Ich habe es euch unten in der Videobox mal verlinkt, da könnt ihr es mal euch anschauen und bei Wunsch auch bestellen. Und mehr zu dem Spiel gibt es direkt nach dem Intro. Bis gleich. So, wir haben uns dieses lustige Spiel mal gekauft und ich möchte es euch mal vorstellen. Getestet selbst haben wir es noch nicht. Bimmelwild im Wimmelbild. Ein bimmeliges Wimmelspiel zum Erraten von Begriffen für 2 bis 4 Spieler ab 5 Jahren. Ziel des Spiels: Die Spieler versuchen durch geschicktes Fragen zu erraten, welches Motiv ein Spieler auf einer Karte hat, indem Ausschlussfragen umschreibend gestellt werden. Beispiele: Ist es lebendig? Hat es Räder? Als Spielfigur dient ein Glöckchen. Immer wenn eine Frage gestellt wurde, geht es bimmelnd ein Wegefeld weiter. Wer die meisten Karten rät und sammelt, gewinnt die Runde. Das Material imitiert spielerisch den Einsatz von Nomen, Hauptwörtern, Verben, Tu-Wörtern und Adjektiven, Wie-Wörtern. Das Motiv Stadt bietet dabei auch Berufe als Wortfeld an. Inhalt: Spielanleitung, Spielplan, Vorderseite Stadt, Rückseite Park, 2 bis 33 Bildkarten, Spielfigur Glöckchen. So, dann machen wir es mal auf. Hier habt ihr dann die Spielanleitung. Das Spielfeld, das ist jetzt die Parkseite. Und hinten drauf haben wir die Stadtseite. Natürlich das Glöckchen, die Spielfigur und die Karten. Bimmelwild im Wimmelbild. So, und dann haben wir verschiedene Begriffe. Wie das Baguettebrot, der Esel und so weiter und so fort. Wenn jetzt ein Spieler so eine Karte hat, zum Beispiel den Fußball, dann könnt ihr auf dem Wimmelbild danach suchen, beziehungsweise die anderen Kinder. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er in der Stadt oder im Park ist, also ich vermute mal im Park, seht ihr, und hier ist er. Also, aber Fragen durch Ausschlussfragen. So, und dann haben wir hier die anderen Karten noch. Sozusagen die Karten für die Stadt. Also ihr seht, es ist ein tolles Spiel für Kinder, die in die Schule kommen oder gerade in die Schule gekommen sind. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, schreibt mir dies einfach unten in den Kommentaren. Lasst ein Like und ein Abo da und wir sehen uns schon in meinem nächsten Video wieder. Ciao und bis bald.